Servus, grüß euch und hallo, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt hier in unserer Rezepteküche auf etza.online. Heute mit gratinierte Zucchini-Schäfchen mit Feta. Die hier angegebenen Zutaten reichen für 2 Portionen und euer Zeitaufwand beträgt so ca. 35 Minuten. Ihr benötigt hierfür 2 mittelgroße Zucchini, 50 Gramm Pinienkerne, 50 Gramm getrocknete Tomaten, 2 Thymianzweige, 2 Esslöffel Öl, 250 Gramm Feta-Käse, 1 Esslöffel Pesto aus dem Glas, 100 Milliliter Gemüsebrühe und zu guter Letzt Salz und Pfeffer. Kommen wir zur Zubereitung. Als erstes die Zucchini der Länge nach halbieren und mit einem Teelöffel aushöhlen. Die Pinienkerne in einer Pfanne mit Öl kurz goldbraun anbraten und in ein Sieb gießen. Die getrockneten Tomaten würfeln und den Thymian fein hacken. Nun den zerbröckelten Feta mit den Pinienkernen, den getrockneten Tomaten sowie den Thymian in einer Schüssel gut durchmischen und mit Öl und Pfeffersalz würzen. Jetzt die Zucchini-Schiffchen in eine Auflaufform legen, mit Pesto bestreichen und der vorbereiteten Käsemischung gleichmäßig füllen. Das Ganze nur noch mit der Gemüsebrühe auffüllen und im Backofen für ca. 20 Minuten bei 200 Grad oder Umluft 180 Grad garen und das Ganze dann warm servieren. Wer möchte, reicht dazu Baguette-Scheiben. Fertig!